Relaxen Gaming, meine Freunde, und willkommen zu unserem neuesten Video, in welchem ich euch das größte Mysterium von FNAF lösen möchte. Und damit übertreibe ich nicht, denn wenige Sachen im FNAF-Universum sind noch unbekannt. Wir wissen dank dem letzten Buch sogar, wie der FNAF 1 Nightguard heißt. Wir wissen sehr wahrscheinlich auch, wer den Bite of 87 gemacht hat. Das kommt in dem nächsten Video. Und wir wissen sogar, was in der FNAF 4 Kiste ist. Aber wisst ihr, was wir uns schon lange fragten und wozu wir einfach alle Informationen bekamen, die nur nicht richtig zusammengesetzt haben? Nun, das wäre der Name des Crying Childs. Auch wenn sein Nachname uns bekannt ist, ich meine, er ist William Afton's Sohn, also muss er Afton sein, so gab es extrem viele Theorien über seinen Vornamen. Ah, warum ist das jetzt so relevant? Nun ist die Afton Family der Mittelpunkt von Five Nights at Freddy's. Auch wenn er Mimic gerade übernimmt, ist dies nur eine Side Story. Die Aftons sind der wichtigste Teil von FNAF und auch irgendwo der Teil, der die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat und am Leben hält. Und das ist sehr, sehr interessant, da wir nur von William Afton wirklich so ziemlich alles wissen. Michael ist uns auch bekannt, doch wir haben mit seiner Frau und dem Crying Child einfach zwei Personen, über die kaum was bekannt ist. Wir wissen, wie das Crying Child verendet ist und wie seine Kindheit war, aber wir kennen nicht mal seinen Vornamen. Und die Mutter ist noch mysteriöser. Ich will jetzt Elizabeth hier erwähnen, damit Leute mir nicht vorwerfen, dass ich sie vergessen hatte. Aber ja, die ist auch ganz gut dokumentiert. Aber das Crying Child ist ein echtes Mysterium. Und ich dachte mir, wir müssen endlich mal zur Sache kommen und ihn benennen. Denn ganz oft nennen wir das Crying Child das Crying Child. Und er hat einen Namen. Und der wurde auch herausgefunden. Zunächst will ich über ein paar vorherige Theorien gehen, die sich halt eben damit beschäftigt haben. Die ursprünglichste Theorie war, dass sein Name Michael ist. Viele Leute dachten einfach, dass das Crying Child Michael war, beziehungsweise so hieß, und der ältere Bruder eine komplett andere Person wieder ist. Dies ist aus so vielen Gründen unlogisch. Zum einen haben wir natürlich Michael, der lebt. Na gut, das Crying Child könnte es überlebt haben, das Debakel, und zu Michael reingewachsen sein. Dies ist wohl Quatsch. Aus den Gründen halt, dass das Crying Child nun verstorben ist. Dann gab es halt diese Brücke in den Büchern, wo auch eine Person Michael hieß und die sein ganz ähnliches Schicksal hatte wie er. Dementsprechend macht das Sinn, aber nein, dieser Michael ist nicht das Crying Child. Dann haben wir Terrence. Ihr denkt jetzt bestimmt, was labert der? Dieser Name stammt quasi aus dem Gacha-Live-Teil der FNAF-Community, was an und für sich eine Sünde ist. Und ja, wer denkt, dass Crying Child so heißt, kommt aus dem lostesten Teil des Fandoms. Aber es ist auch ein Name, der für ihn oft verwendet wird. Und wenn man viel Gacha guckt, dann ja, hat man eh verloren. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Gute dementsprechend auch so oft benannt wurde. Christopher oder Chris. Weil halt das Crying Child dieselben Buchstaben hat. Sinn macht es, es hat aber nirgendwo irgendwelche Beweise, dass das halt so ist. Garrett, das ist der Name von Michaels Bruder im Film. Nun ja, die sind nicht die Kinder von William Afton. Dementsprechend ne, macht das schon wieder weniger Sinn, aber es ist der Name des kleinen Bruders von dem Michael im Film, der auch verstorben ist. Doch wirft man einen Blick ins Survival Logbuch, wird man den Namen des Crying Childs finden, denn er ist dort drin vergraben. Und das kommende ist sein echter Name. Wie schon angeteasert, beinhaltet das Survival Logbuch eine erstaunliche Menge an Lore. Besonders da der ursprüngliche Besitzer des Buches Mike, aka Michael Afton, war. Aber noch viel interessanter ist das Thema des Buches, nämlich Besessenheit. Dieses Buch wurde von zwei Seelen in Besitz ergriffen. Und diese beiden Seelen haben auf geheimnisvolle Art und Weise Nachrichten ausgetauscht in diesem Buch. Wenn wir uns an diesen Nachrichten orientieren, kommen wir auch auf die Namen dieser beiden Entitäten. Und durch einige Piktogramme im Buch und halt ihre Gespräche miteinander, lässt es darauf schließen, dass sie The One You Should Not Have Killed und das Crying Child sind. Eine Kombi, die auf so viele Arten Sinn macht. Zum einen wussten wir nicht immer, wer The One You Should Not Have Killed ist oder Crying Child. Beide Namen haben wir erst im späteren herausgefunden. Und es sind beides die Seelen, die voraussichtlich nach der besten Theorie in Golden Freddy liegen. Weitere Hinweise darauf, dass es sich halt um die beiden handelt, sind diese hier. Der eine Geist fragt den anderen hier, ob er wisse, was auf diesem Grabstein zu lesen ist. Und das war der Grabstein, der den Namen von The One You Should Not Have Killed hatte. Und in dem FNAF 6 Ending halt einfach verdeckt war. Dementsprechend wissen wir, dass es halt dieser Geist ist. Dieser Geist fragt den anderen dann auch, ob sein Lieblingsspielzeug ein lila Plastiktelefon ist und ob der Freddy Plüschi ihn immer noch Fragen stellt. Nun sind dies eindeutige Hinweise, dass es sich um das Crying Child
Fight und The One You Should Not Have Killed handelt. Und da ich keinen Bock mehr habe, die ganze Zeit The One You Should Not Have Killed zu sagen, entziffere ich jetzt erstmal die erste Seele. Die erste Seele wurde so entziffert, dass man sich Zahlen genommen hat, die an falschen Orten waren und rote Ziffern. Und außerdem musste man sich eine mathematische Gleichung hier lösen, sowie eine Uhrzeit aufschreiben. So kann man diese Nummern in Kreuzworträtsel erhalten, indem man halt so viele Schritte nach rechts geht und so viele Schritte nach unten. Tut man dies alles hier einbinden, so bekommt man den Namen Cassidy. Ein Namen, welcher uns sehr geläufig ist und von dem wir wissen, dass es der Geist ist, der auch üblicherweise als The One You Should Not Have Killed gilt. Jetzt, wo wir eine der beiden Seelen entziffert haben, können wir uns der nächsten widmen. Und ich möchte hier nochmal eindeutig sagen, dass der User GPMDzilla die ganzen Rätsel gelöst hat und wahrscheinlich der Mann war, der dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt wissen, wie halt The One You Should Not Have Killed heißt. Wir können eine ähnliche Methode auch für das Crying Child an Tag legen. Doch müssen wir uns hier die Seitenzahlen etwas anders rausholen. Wir gucken uns einfach an, auf welchen Seiten halt Fragen aufgeschrieben wurden, die beantwortet wurden. Machen wir das, bekommen wir die Zahlen 75, 103 und 95, was dann den Namen Eva ergibt. Was ein Frauenname ist, ich meine, der kann eine Frau sein, kann die aus den paar Pixeln nicht erkennen, was das für ein Kind ist, aber das klingt irgendwie komisch. Weswegen nach einer anderen Methode gesucht wurde, auf den richtigen Namen zu kommen. Nun hat man diese auch gefunden und diese ist einfach nicht konsistent. Mit dieser Methode kam man nämlich auf Even. Und was meine ich nicht mit konsistent? Nun ja, diese Fragen, die man halt einfach genommen hat, standen auf spezifischen Seiten und den letzten Buchstaben einfach nicht mit derselben Methode zu finden, ist einfach Quatsch. Also, dass man dann hingeht und sagt, ha, wir zählen jetzt diese Strichsymbole und dann kommen wir auf die Zahl 39, dann gehen wir 3 nach rechts und 9 nach unten. Das macht keinen Sinn. Die Methoden unterscheiden sich komplett. Cassidy wurde auch mit einer derselben Methode gefunden. Deswegen hat das Ganze für eine ganze Zeit lang nicht geklappt. Bis der legendäre YouTuber Hyperdroid sich nochmal dran setzte und es einfach hinbekam. Hyperdroid hat nämlich schlauerweise eine Sache erkannt, dass das Crying Child schreibt, I am scared. Was man auch als Antwort deuten könnte auf Cassidys Frage, ob er immer noch von Nightmare träume. Vorher haben die meisten Leute einfach nur gedacht, hey, das ist einfach nur ein Hinweis darauf, dass eine der beiden Seelen, die hier drin wohnt, ein Kind ist. Nun ja, nein, diese Frage war deeper und die ist tatsächlich einfach die Lösung des Rätsels gewesen. Packen wir nämlich auch diese Seitenzahl in das Raster, bekommen wir den Namen Ewart. Ist kein richtiger Name. Nun ist auf der gegenüberliegenden Seite ein Spiegel. Und da im Buch 100-mal das Wort reflektiert vorkommt, können wir davon ausgehen, dass der Name gespiegelt werden muss. Also Dave, was extrem Sinn macht. Zum einen benutzte William Afton als ersten Decknamen einfach Dave Miller. Nun, warum sollte er den Namen seines Kindes nutzen? Eventuell, weil er so einfacher Papiere fälschen kann. Und wenn ihr die ganzen Geburtsurkunden und so habt und da steht schon der Name drauf und das ist derselbe Nachname, ne? Und ungefähr Geburtsort, kann ich mir vorstellen, dass man das besser kopieren kann oder halt fälschen. Aber was ist denn noch so ein Hinweis darauf? Nun ja, wir wissen, dass die FNAF-Story sich gerne mit realen Fakten und Zahlen beschäftigt. So ist auch der Lohn, den ihr in FNAF 1 und 2 erhaltet, ziemlich präzise der Mindestlohn. Und ratet jetzt mal, was ein verdammt beliebter Name in dem Zeitalter war. Genau. Und damit muss ich wohl sagen, dass Hyperdroid absolut richtig lag. Aber was denkt ihr? Habt ihr Theorien zum Namen? Könnt ihr diese absolut stichfeste Methodik widerlegen? Haut es in die Kommentare. Am Ende des Videos würde ich gerne nochmal den Leuten danken, die den Kanal abonniert haben, die geliked haben und das Video bis hier geguckt haben. Vielen Dank für euren Support und vor allem vielen Dank an die Kanalmitglieder, die sich dazu entscheiden, mithilfe eines kurzen Beitrages uns finanziell zu unterstützen. Modtastisch, Vin van Damme, Sebastian Becker, Paw Patrol, Sebastian Matze, Lolsu10, Fabius, Tristan Nerger, Mike, Gold Gamer PG und zu guter Letzt Janmu. Vielen Dank für euren Support und relaxen Game, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao!